Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf Optionsstrategien TV. Und heute, zu Beginn des Monats, kommt natürlich immer die neue Traders heraus. Und gerade für uns Optionshändler gibt es da einen sehr, sehr interessanten Artikel. Und um was es da geht, das erzähle ich euch jetzt hier im Video. Also, in der aktuellen Ausgabe des Traders Magazins, das ist die Januar-Ausgabe 2016, muss irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester hier bei uns im Briefkasten gelegen haben. Ich habe sie mir heute angeschaut und einen sehr interessanten Artikel gefunden, nämlich, ihr kennt ja vielleicht diese Situation, auf die wir auch immer mal wieder hinweisen in unseren Coachings, auch hier im Video haben wir das schon auf YouTube hier gemacht, und zwar, dass ihr bitte keine gekauften Optionen wertlos verfallen lasst. Warum? Weil bislang das deutsche Steuerrecht davon ausgegangen ist oder beziehungsweise es zugehandelt hat, wenn ihr eine Option kauft und diese verfällt euch anschließend wertlos, dann habt ihr ja einen Verlust erlitten. So, die deutschen Finanzämter haben dies aber anders beurteilt, nämlich sie haben gesagt, da hier keine Gewinnerzielungsabsicht vorlag, also dadurch, dass du nicht aktiv versucht hast, diese Option noch mit wenigstens einem kleinen Rest zu schließen, liegt hier keine Gewinnerzielungsabsicht vor. Und wenn keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, dann kannst du den auch erstandenen Verlust auch nicht als entsprechend steuerlichen Verlust geltend machen. Das ist natürlich aus unserer Sicht heraus Hirnrisik, aber Finanzämter haben das so gesehen. Und hier ist ein sehr, sehr interessanter Artikel, und zwar von Professor Dr. Klaus F. Bröker. Das ist ein Rechtsanwalt, ich glaube aus Frankfurt, der sehr, sehr viel Kapitalmarktrecht macht, viel auch im Bereich Trading. Und der hat hier einen Artikel geschrieben, und zwar scheint es da mittlerweile so einen kleinen Streit zu geben, nämlich einmal zwischen dem BFH, das heißt dem Bundesfinanzhof. Ich hoffe, das heißt Bundesfinanzhof. Und das andere ist die, ganz kleinen Moment, und zwar ist das Bundesfinanzministerium. Das Bundesfinanzministerium möchte die alte Regelung, nämlich dass du solche Verluste nicht steuerlich geltend machen kannst, natürlich beibehalten. So, auf der anderen Seite hat der BFH, also hoffentlich heißt es Bundesfinanzhof, der hat gesagt, nein, nein, das kann aber nicht sein, das ist falsch. Und jetzt sind hierhin eine Menge, Menge Urteile aufgeführt, in denen es darum geht, dass, dass der BFH sagt, also wenn der Verlust entsteht, dann muss er auch steuerlich anerkannt werden. Und jetzt sind so verschiedene, wie das dann, also es gab Klagen und dann gab es wieder Gegenklagen. Und am Ende hat der BFH entschieden, so, das muss jetzt gemacht werden, damit das ist nun mal geltendes Steuerrecht, und das Bundesfinanzministerium hat gesagt, nein, wir erkennen das Gesetz einfach in der Art und Weise nicht an und hat seine Finanzämter angewiesen, weiterhin Verluste nicht anzuerkennen. Und jetzt ist was ganz Interessantes hier drin, nämlich, dass die sogenannte Exekutive, das heißt also das Bundesfinanzministerium, grundsätzlich an, und ich lese mal ganz kurz vor, da die Exekutive grundsätzlich an höchstrichterliche Entscheidungen der Judikative, das Bundesfinanzhof, gebunden ist, dürfte es spannend werden, weil es ist also so, die obersten Richter dieser Republik sagen, ihr könnt einen Anleger nicht benachteiligen, wenn er einen Verlust erleidet, sondern ihr müsst ihn dann auch zulassen, dass er diesen Verlust steuerlich geltend machen kann. Das Bundesfinanzministerium sagt, nein, wir wollen das nicht. Nun ist es aber laut Gesetz so, dass eben die sogenannte Judikative, das heißt also die Juristerei, der oberste Finanz, das oberste Finanzgericht steht in seiner Entscheidung über dem Bundesfinanzministerium, und das Bundesfinanzministerium muss diese Rechtsprechung anerkennen, tut es aber nicht. Und das ist jetzt eine ganz spannende Sache, weil natürlich jetzt immer mehr Leute klagen, auch gegen Steuerbescheide, und deswegen ist dann auch hier oder die Empfehlung gegeben, dass wenn ihr solche Verluste angegeben habt und die sind euch nicht anerkannt worden, dass ihr dann Einspruch erhebt aufgrund der hier angegebenen Verfahren und auch noch offene Verfahren, und ein oder zwei Verfahren sind wohl auch schon mittlerweile bestätigt worden, dass die Rechtsprechung richtig ist und das Bundesfinanzministerium falsch liegt,
und andere sind noch in Revision. Und das ist für mich eigentlich der interessanteste Artikel in dem ganzen Traders-Magazin diesmal, weil es zwar staubtrocken ist, also ich habe es auch zweimal gelesen, um das alles zu verstehen, weil es natürlich doch schon wieder dieses Juristendeutsch ist, aber es ist natürlich, hat eine wertvolle Aussage, weil es ist nun mal so, im Trading kommt es eben nicht nur darauf an, den linken Knopf und den rechten Knopf zu drücken, sondern sich auch ein bisschen um das Ganze drumherum zu kümmern. Und das sind natürlich solche steuerlichen Hinweise von einem Fachanwalt, der wirklich Ahnung hat, immer willkommen. Und man kann das natürlich auch mal seinem eigenen Steuerberater vorlegen. Also das heißt, ich habe glücklicherweise einen Steuerberater, der sehr gut ist, aber vielleicht habt ihr einen Steuerberater, mit dem ihr nicht so zufrieden seid, dann kopiert euch einfach diese Seiten, legt ihr eurem Steuerberater hin und weist ihn darauf hin, dass er da entsprechend in euren Namen handeln soll und dass er sich hierbei auf wirklich höchstrichterliche Entscheidungen berufen kann. Und da ist dann auch nicht so, dass das Finanzamt einfach ist, sagen, na, wir wischen das mal zur Seite, sondern das ist dann schon ein richtiger Einspruch, der auch Sinn macht. Und deswegen, meine Empfehlung, kauft euch dieses Traders Magazin, diese Ausgabe, wie gesagt, Januar 2016 oder abonniert halt, was auch immer, dann habt ihr das immer mit drin. Und das ist also wirklich sehr, sehr interessant. Ansonsten ist noch ein Artikel drin über, was das Optionshändler jetzt betrifft, über Butterflies von Tom Hoffmann. Den habe ich allerdings nur quer gelesen, also ich muss den noch in Ruhe lesen, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen. Ich fand aber jetzt hier diesen Steuerbericht oder diesen Steuerartikel diesmal wirklich sehr, sehr interessant, weil es da um richtig viel Geld gehen kann. Ne? Das meiste Geld kannst du machen, wärst du bei den Steuern zahlst. Es gibt ja so einen alten Spruch. Und deswegen, also hier, Januar-Ausgabe Traders 2016, kauft euch den, kopiert euch den Artikel, gibt es auch einen Steuerberater, dann weiß der auch endlich, wie es wirklich funktionieren soll. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.